Präsident, meine Damen und Herren, wenn eine neue Bundesregierung ins Amt kommt, dann darf man erwarten, dass auch auf dem Gebiet des Verbraucherschutzes, und darüber möchte ich sprechen, nicht nur das relativ hohe Niveau, Schutzniveau, das wir in Deutschland haben, bewahrt wird, sondern dass es ausgebaut und dass es insbesondere an die sich wandelnden sozialen, wirtschaftlichen und technischen Gegebenheiten angepasst wird. Der Einzelplan 07 gibt dafür in den wenigen verfügbaren Zahlen nicht viel her, auch wenn die Ministerin heute in diesem Hause und davor auch im Ausschuss schon weitere Erläuterungen gegeben hat. Aber es gibt den Koalitionsvertrag, und der enthält immerhin 15 mehr oder weniger konkrete Aussagen zur Verbraucherpolitik, die vielleicht noch nicht die Handschrift der Ministerin tragen, aber sie bilden immerhin den vorläufig verbindlichen Handlungsrahmen der Verbraucherpolitik der Großen Koalition. Aus Zeitgründen darf ich ein paar wenige dieser 15 Programmpunkte herausgreifen, damit Sie sehen, in welche Richtung das geht und ob das überhaupt in irgendeine Richtung geht. Da heißt es, ich zitiere mit Genehmigung, wir werden die Verbraucherrechte bei ambulanten Pflegeverträgen stärken. Vorfälligkeitsentschädigungen bei Immobilienkrediten müssen angemessen sein. Dynamische Preisbildung muss Verbraucherinnen und Verbrauchern nach klaren Regeln transparent dargestellt werden. Anbieter des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs werden dazu verpflichtet, eine Schnittstelle für Portale bereitzustellen, die Information und Buchung integrierter Mobilität, wie zum Beispiel Tickets deutschlandweit, ermöglicht. Die Verbraucherzentralen werden mit der Fortsetzung der Bereitstellung von Materialkompassen beauftragt. Die Arbeit des Sachverständigenrats für Verbraucherfragen wird fortgesetzt. Was wir hier sehen, das ist ein Flickenteppich von Einzelmaßnahmen, die in keinem inneren Zusammenhang stehen und die obendrein in vielen Fällen nichts weiter darstellen als die Fortführung von Maßnahmen, von Projekten, die es schon seit Jahren gibt. Was daran neu sein soll, das müssen Sie uns schon erst noch erklären. Es mag ja sein, dass viele dieser Einzelmaßnahmen jeweils für sich genommen sinnvoll sind, aber sie stehen in keinem inneren Zusammenhang. Es ergibt sich kein verbraucherpolitisches Profil daraus. Schwerpunkte werden nicht gesetzt. Wissen Sie, das kommt mir so vor, als wenn einer aus der Großen Koalition sagt, wir basteln uns ein Verbraucherprogramm. Konzept haben wir keins, macht aber nichts. Wir nehmen ein paar Punkte von den Verbraucherzentralen, wir nehmen ein paar Punkte vom Deutschen Mieterbund, wir nehmen ein paar Punkte vom Bund der Versicherten. Damit es nicht so einseitig ist, nehmen wir noch was dazu von der BaFin, von den Verbänden der Verkehrswirtschaft und denen der Anbieter. Das Ganze verrühren wir zu einem Kessel Buntes und kleben ein Etikett drauf, verbraucherpolitisches Programm der Bundesregierung. Das allerdings, meine Damen und Herren, war natürlich kein Programm. Es ist bestenfalls eine Collage aus Versatzstücken der Programme Dritter, ein Programm aus zweiter Hand, und das ist alleine schon ein Offenbarungseid. Kein Wort findet sich darin über Fragen, die die Verbraucher heute sehr stark beschäftigen, etwa über die Folgen des explodierenden Online-Versandhandels, über die rechtlichen Fragen, die sich daraus ergeben, über die Fragen der Versorgungssicherheit, die auch damit zusammenhängen, auch gerade beim grenzüberschreitenden Onlinehandel. Herr Kollege, denken Sie an Ihre Zeit, bitte. Ich komme gleich zum Ende, der sich ausbreitenden elektronischen Zahlungsverfahren. Ich hoffe, Frau Ministerin, Sie orientieren sich nicht an den Collagekünstlern, sondern an solchen Pionieren des Verbraucherschutzes. Ich denke hier an Anke Martini, Käthe Strobel. Das waren Politikerinnen aus Ihrer Partei, die Strukturen geschaffen haben, die bis heute Bestand haben. Legen Sie ein innovatives, zusammenhängendes Programm der Verbraucherpolitik vor. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Alexander Hoffmann für die CDU-CSU-Fraktion.